Moin und herzlich willkommen in Nightingale. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, natürlich möchte ich auch so ein außergewöhnliches oder vermeintlich außergewöhnliches Survival-Game spielen. Deswegen habe ich es mir zugelegt. Der Early Access hat heute begonnen. Heute ist der 20.02.2024. Ich bin gespannt. Ich spiele das Ganze mit Controller, denn es gibt eine ganz kleine Einschränkung. Ich bin ja eigentlich Linkshänder und wollte das mit den Vorwärts-, Rückwärts-, Rechts- und Linkstasten die Steuerung auf meine rechte Hand legen. Aber das Problem ist, es gibt irgendwie eine Doppelbelegung. Wenn ich vorwärts, rückwärts klicke, dann schaut er auch nach oben und läuft nicht nur nach vorne. Also gleichzeitig nach oben schauen und nach vorne laufen ist ziemlich schlecht. Und es ist halt noch nicht im Early Access jetzt so feineinstellungsmäßig möglich, das zu ändern. Aber es gibt das Controller, die Controller-Option, deswegen heute mal mit dem Controller. Und wir starten rein mit einem neuen Profil. Willkommen bei Nightingale. Beginnen Sie mit den Grundlagen und wählen Sie Ihren Körpertyp und das Standardaussehen der jeweils verfügbaren Archetypen aus. Visuelle Optionen können fürs Erste nach dem Finalisieren nicht mehr geändert werden. Wir planen allerdings, diese Funktion in Zukunft zu ergänzen. Okay. Okay, wie komme ich jetzt runter? Mit den... Okay, das ist nicht im Controller implementiert. Ich kann mit dem Controller jetzt nicht... Doch, jetzt ging's. Okay, was habe ich jetzt gemacht? B-Taste, alles klar. Okay, Grundlagen. So, Archetyp. Okay. Oh, da ist natürlich schon eine ziemliche Auswahl. Warte mal. Körper B, Körper A, Körper B. Ach so, okay. Männlich und weiblich. Das ist ja schon eine ganz schöne Auswahl. Aha. Tja, wen nehmen wir denn mal? Der sieht ganz interessant aus. Er hier. Der sieht auch ganz interessant aus. Ja, wir nehmen mal ihn. Okay. Alter. Linker Stick. Okay, der geht aber sehr langsam, ne? Ich nehme mal dafür die Maus. Das geht deutlich schneller. Ja, sagen wir mal so Mitte 50, sagen wir mal, ne? Stimme. Voice Set 1. Achso, männlich und weiblich, alles klar. Gut, haben wir. Abstammung. Eremit. Ein zurückgezogener Exzentriker, der die Einsamkeit der Wildnis dem Lärm der Stadt vorzog. Sie verdingten sich mit Landarbeit und verzichteten zugunsten der Selbstständigkeit auf die Annehmlichkeiten des modernen Lebens und jegliche Gesellschaftsetikette. Nö. Offizier, kann ich zoomen eigentlich? Ah ja. Nee, ein militärischer Offizier, gewöhnt an das raue Leben im Feld und den Umgang mit der herrschaftlichen Klasse. Nachdem sie sich bereits in jungen Jahren den Streitkräften anschlossen, sind sie mit Verlust, Zerstörung der menschlichen Fähigkeit, Schreckliches zu tun, bestens vertraut? Nee. Taugenichts? Nee. Kleinkrimineller, der ein Leben ohne Perspektiven führt und oft auf der falschen Seite des Gesetzes steht. Lange erfreuten sie sich am Nervenkitzel von Schalkdiebstahl, Betrug und der Missachtung von Anstand zugunsten der Laster des Lebens. Nee. Vagabund, mittellos und auf den Straßen oder schlimmer im Armenhaus daheim. Ihresgleichen musste im Leben betteln, schnorren und lange Stunden schwerer körperlicher Arbeit unter grausamen Augen der Wachen verrichten. Nee. Ein zurückgezogener Exzentriker, der die Einsamkeit der Wildnis dem Lärm der Stadt vorzog. Sie verdingten sich mit Landarbeit und verzichteten zugunsten der Selbstständigkeit auf die Annehmlichkeiten des modernen Lebens und jeglicher Gesellschaftsetikett. Den nehmen wir. Der sieht doch interessant aus. Den nehmen wir. Abstammung. Ach du je. Das ist krass. Würde mir dann auch jemand erklären, was das für einen Einfluss hat? Ich mach das jetzt einfach mal. Wir mischen einfach mal gut durch. Wir nehmen mal ihn hier. Den finde ich ja auch irgendwie ganz nice. Schließen dann. Ah ja, okay. Okay. Dann... Nehmen wir mal sie. Und hier nehmen wir
ihn hier. Und vielleicht sie. Okay, man kriegt jetzt keine weiteren Hinweise. Die sehen sich so ein bisschen ähnlich. Was das jetzt für Auswirkungen hat, ne? Also ich mische das jetzt einfach mal so grob durch, ne? Achte da jetzt nicht, wer weiß, wie intensiv drauf. Oh, ja gut. War es eben Zufall? Aber das ist schon krass. Wenn das jetzt auch wirklich eine Auswirkung hat, dann ist das schon krass. Ach, sie ist jetzt da drunter. Okay. Das ist aber durcheinander jetzt, ne? So wie ich das sehe. Alles klar. Ja. Okay, so. Das ist ja eine interessante Mischung. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Okay, Erbe. Ach so. Ah, okay. Krass. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Oh mein Gott. Oh, ich bin so traurig. Okay. Oh, guck mal hier. Ja, irgendwie so ein bisschen. Das sieht doch ganz gut aus. Okay, Schritt 2. Passen Sie Ihr Aussehen, Hautton, Augenfarbe, Make-up und mehr an. Passen Sie die gewünschten Bereiche an. Sie können zufällige Einstellungen auswählen, indem Sie auf die Würfelschaltfläche klicken. Nee. Nee, geht nicht. Die ist nicht aktiv. Drücken Sie zurücksetzen, wann immer Sie möchten. Hautfarbe, bisschen dunkler vielleicht? So, einfach. Meine Güte, wie viele. Nee, nicht so ins Gelbliche. Ja. Wie auch immer, Namen haben wir nicht, Tätowierungen haben wir auch nicht. Demnächst verfügbar. Die Charaktererstellung ist derzeit in der Entwicklungsphase. Weitere anpassbare Merkmale sind demnächst verfügbar. Ja, aber die Kleidung ist schon nice. Das Ganze ist übrigens die Unreal Engine 5 mittlerweile. Und die Entwickler haben auch bekannt gegeben, dass es eben wirklich noch ein Early Access Game ist. Also es ist noch nicht so weiterentwickelt, wie manche andere Early Access Game es schon sind. Insofern weiß man das ja jetzt hier. Haarfarbe, ja. Der Gute ist ein bisschen älter. Passt zwar jetzt nicht vielleicht ganz so, aber er ist halt schon ein bisschen älter. Frisur. Nee. Nee. Jetzt nicht so die große Auswahl. Glatze, nee. Dann eine kleine Tolle da oben. Tja, ich weiß nicht. Ein bisschen Albert Einstein-like. Passt ja eigentlich zum Eremiten so, ne? Oder? Wird ja auch irgendwie passen. Das ist ziemlich schräg.
Das ist noch mehr Albert Einstein. Aber da gefällt mir hier die Locke im Haar nicht so. Man kann ja ruhig auch mal die Damenfrisuren ausprobieren, ne? Ja, das ist eher so der strenge Typ. Okay. Ja. Viktorianisch, Steampunk, ne? Es geht um Steampunk im Game. Ich würde sagen, auch mit leichten Horrorelementen das Ganze. Ich bin sehr gespannt. Das ist halt eine komplett unverbrauchte Thematik, sage ich mal. Ne, lange Haare. Ja, Haare sind immer so eine Sache, ne? Komm, die nehmen wir. Die nehmen wir. Augenbrauen. Okay, ganz buschige. Nee. Die sind ganz nett. Gesichtsbehaarung. So einen viktorianischen Schnäuzer. Okay, das ist natürlich auch krass. Unser Eremit. Der sieht auch nicht schlecht aus. Und wir nehmen den. Den finde ich irgendwie gut. Kopf, Stirn, Schädel, Braue, Ohren, Wangen. Okay, also so genau gehe ich da jetzt nicht. Was? Das ist ja schon irre. Schön, dass man stufenlos zoomen kann und drehen kann in alle Richtungen. Kiefer. Weich, hart, Kinnstärke, Adamsapfel, krass. Das ist schon krass. Okay, das ist so. Tiefer Kinn, weich, hart. Was heißt weich, hart? Ach so, wir geben ihm. Okay. So eine Mischung. Okay, Kinnstärke. Okay, machen wir mal 40%. Also sehr, sehr detailliert. Okay. Ja, sieht doch gut aus. Augen. Augenvoreinstellung. Oh, krass. Das ist ja krass. Also wir sind ja schon ein Mensch. Denn von der Story her ist es ja so, dass die Menschheit irgendwie starke Probleme hat und dann in diese magische Feewelt gelangen kann, auf der Flucht sozusagen, weil die irgendwie die Welt zugrunde gerichtet haben, so in diese Richtung geht das Ganze. Und wir gehen dann von einem Portal ins andere durch diese magischen Welten. Das ist auch irgendwie krass, aber es sieht jetzt nicht so menschlich aus. Also wirklich viele Möglichkeiten, ne? Ich nehme mal hier so einen strahlend, also das sieht sehr, sehr strahlend blau aus. Krass. Man kann sich darin verlieren, aber ich will mich jetzt gar nicht so lange daran mit aufhalten. Stechend blaue Augen. Ja, jetzt macht er die auch noch auf. Sehr nice. Aber es sieht irgendwie, weiß ich nicht. Die sind besser. Guck mal. Die. Komm, machen wir. Mund lassen wir jetzt, wie der ist, einfach. Sieht gut aus. Make-up haben wir nicht. Schritt 3.
Wählen Sie die Startumstände Ihres Charakters. Diese verändern und entwickeln sich im Laufe des Spiels. Nightingale bietet eine sich ständig verändernde Online-Multiplayer-Spielerlebnis. Sie können den Schwierigkeitsgrad aller Welten, die Sie betreten, einstellen und anpassen. Mit Ausrüstung und Gegenständen können Sie sich auf Ihre Abenteuer vorbereiten. Je höher Ihre Ausrüstungswertung, desto besser sind Sie vorbereitet. Okay. Schwierigkeit. Vorsichtiger Flüchtling, Eremit. Die Fähigkeiten, allein mit Hilfe von Grund und Boden überleben zu können, erfüllt sie mit Stolz. Sie entstammen einer Bauernfamilie, die viele Generationen zurückreicht und waren ihr ganzes Leben mit dem Selbstversorgertum konfrontiert. Als sie von den bevorstehenden Evakuierungen erfuhren, mussten sie das Land ihrer Familie aufgeben. Ihr Erbe, ihr Vermächtnis im Stich lassen zu müssen, war für sie niederschmetternd. Die Idee, in den endlosen Weiten der Welten zu bestehen, erfüllte sie allerdings mit Nervenkitzel. Sie verließen ihre Heimat mit einer Garnitur robuster Arbeitskleidung. Okay. Überlebenskünstler, da sie in einem Stadtzentrum aufwuchsen, in dem es immer wieder Tumulte gab, waren sie vielerlei mit allerlei Bürgerunruhen konfrontiert. Dies veranlasste sie später dazu, ein Leben fernab der Stadt führen zu wollen. Sie brachen alte Verbindungen ab und lernten, auf sich allein gestellt zu überleben. Okay, als sie sich gemeinsam mit den Massen durch das nächste Portal drängten, war offensichtlich, wer am besten dafür gerüstet war. Doch sie stellten sich die Frage, ob Gemeinschaft in den Welten möglicherweise lebenswichtig sein könnte. Also ich fange ruhig mal mit einfach an. Und es wird, glaube ich, auch unterschieden mit einfach, mittel und schwierig. Aber warum sieht der dann so aus bei schwierig? Unvorbereiteter Bürger. In ihrem abgelegenen Zuhause erhielten sie nur selten Nachrichten aus der weiten Welt und begnügten sich damit, bei unregelmäßigen Besuchen der nächstgelegenen Stadt Neues zu erfahren. Ne, das mit dem Eremit hier? Ich mache das erstmal mit einfach. Wir können die Welten ja anpassen. Wahrscheinlich durch diese Karten. Wir werden es sehen. Weltenmacht. Je höher die Weltenmacht, desto anspruchsvoller die Welt. Der Schwierigkeitsgrad ihrer Startwelt. Allen Welten, die sie danach aufsuchen, unterscheiden sich von anderen. Je höher die Weltenmacht, desto anspruchsvoller die Welt. Okay, das bezieht sich ja nur auf die Startwelt. 0, 10 und schwierig direkt 25. Dieses Spielerlebnis ist für Spieler gemacht, die mit Survival-Crafting-Spielen bereits einigermaßen vertraut sind. Ich bin ja damit vertraut, logischerweise, aber ich mach mal auf einfach. Wir können es ja anpassen später noch. Finalisieren. Okay. Schritt 4. Finalisieren. Weiter. Ah ja. Charaktername. Sehr viktorianisch. Spiel. Ich bin gespannt. Before time itself, the realms have existed. Born of curiosity. We opened the first gateway to our endless Feywilds. The Fey have long since aided man in harnessing that which we live and breathe. Magic. Tolerance was known until your grasp extended reach. Greed. In the face of power, saw your world caught in ruin. And out flowed the pale, swallowing all in its path. Die Blässe, okay. Some fled its ever-spreading tongue, seeking refuge in Nightingale. Also die Stadt heißt Only Nightingale. To be severed from assistance as the pathway between realms collapsed. But perhaps not all is lost. For Nightingale still stands, pushing forward towards progress and enlightenment. Humanity's final beacon. Aha. Your path thither is winding and full of terror's nascent realm walker. Wilt thou succumb to Fey lands beyond thy wit? Or wilt thou endure? Find Tja, okay, wir müssen Nightingale finden. Okay. Die Welt hatte offensichtlich ein Problem. Es gab diese Portale.
Die sind dann aber zusammengebrochen und wir sind jetzt verloren in den magischen Welten der Fee. Und wir müssen Nightingale finden. Suchen Sie in der Wüste Unterkunft oder Schatten, um der Hitze zu entgehen. Warten auf Server. Ja, es sind halt die Server des Herstellers, also der Entwickler, ganz klar. Ich denke auch nicht, dass man irgendwie eigene mieten kann oder so. Mal gucken, wie es aussieht. Welt wird vorbereitet. Aha, Weltenkarten nicht verfügbar. Anwesende Fraktion nicht verfügbar. NPCs und Kreaturen nicht verfügbar. Unbekannte Welt. 6 Minuten 57. Reise fortsetzen. Taschenuhr. Wird geladen. Konfigurieren Sie Chat und Protokollsichtbarkeit. Okay. Let my words steer your steps. Okay, nice. Interessante Grafik. Soweit ich informiert bin, ist es die Unreal Engine 5. Und ich spiele hier natürlich mit Nvidia DLSS und Performance Mode. Wieder so eine Mischung aus Qualität und Leistung. Denn bei meinem betagten Rechner, ich habe eine RTX 2070 und einen i7 der zweiten oder dritten Generation, aber der ist schon 9 Jahre alt. Ich erwähne das auch immer gerne, damit man einfach eine Ahnung hat. Also absolut kein High-End-Rechner und dafür sieht es schon wirklich gut aus. Und ich spiele in 4K, das lässt sich nämlich nicht ändern. Wie kann ich rennen? Springen? Okay. Okay, kann ich blocken? Kann er nicht blocken mit dem Controller? Okay, rechts, links. Das ist auch merkwürdig. Untere rechte Taste ist schlagen und obere linke Taste ist schlagen mit links. Aber warum blockt er nicht? Okay. Das ist irgendwie alles noch... Ah ja, gedrückt halten ist Stick, linken Stick gedrückt halten ist Rennen. Also so das Übliche soweit. Okay, ich gehe einmal das Kreuz durch. Kopieren, bewegen, entfernen. Achso, das ist Baumodus. Sie müssen entkommen, um ihr Handbuch sehen zu... Okay. Wie komme ich hier wieder raus? Alles klar. Okay. Baumenü öffnen, Baumenü verlassen. Alles klar. Gut. Okay, was jetzt? Rechts, links. How now, Fleshling? Whither wander you lost in our Feywilds? Okay, Wasser sieht auch gut aus. Wir können nichts aufnehmen oder so. Oh Gott, hört sich nicht gut an. Ich will einmal gucken. Eile dich. Ich will einmal gucken. Ich will mich nicht eilen. Ich will gucken und ich will in Ruhe. Hier sind wir angekommen, ne? Ich will nur mal eben den anderen Weg gehen, damit wir beides gesehen haben. Okay, ja. Da sind wir gerade runter, ja. Also ich kann noch nichts aufheben oder so. Stamina ist bei 40 Punkten. Okay. Ich meine, hier wird ja wohl jetzt nichts passieren, wenn wir nur boxen können, ne? Wirklich nichts machen. Oha. Quickly, before those bound fiends sniff out your despair. Ja, die müssen jetzt nicht. Okay, ich will nur einmal wissen, ob wir irgendwas hier machen können. Können wir nicht. Gut, dann beeilen wir uns mal, ne? Pfeffiko, moin. Achso. Shadows abound, yet like a fire's final embers, you refuse to be snuffed out. I come with an offer to guide you to a safer realm. Naja. And rebuke death, unlike so many. Ob ich dir trauen kann, weiß ich noch nicht so genau. Take these bloodstained cards. Ja, play them and let amiable bond be drawn between Fae okay. and Fleshling. Give me your hands, that we may be friends, and I shall restore amends. Homo sit in conul ome. Hurry yonder toward portal and apparatus, so you
there, child of Earth, might abscond this nightmare. Okay, mein Freund. Ich weiß nicht, ob du Freund oder Feind bist. Across the divide, a greater gift awaits. Partnerships with Wee Fae afford many wonders yet unseen. Okay. Naja, wir müssen uns ja mit ihm auseinandersetzen. Das wird das Portal. Weltenkartenmaschine öffnen. Aha. Waldkarte. Große Weltenkarte. Nebenwegkarte. Portal öffnen. Fly, Realmwalker. The fiends have caught your despairing stench. Hä? Ach du Scheiße. Ja, moin. Hab ich mich erschrocken. Wir kriegen direkt eins drauf. Und die haben mich noch erwischt. Aber ich konnte nicht genau sehen, was es war. Muss mir in der Pause nochmal, bei der Wiederholung nochmal angucken. Die Aufnahme angucken, vorher noch. Es ist ja alles live, ich hab's noch nicht gemacht, ne? Ich möchte ja, dass du live dabei bist. So, warten auf Server. Also wenn sich ein Portal öffnet, kommen da so Viecher dann raus, scheinbar. Aber wir haben doch jetzt noch nichts. Direkt jetzt kämpfen? Naja, mal abwarten. Wald-Nebenwerk-Welt. Weltenkarten. Schön, wie schnell der umswitchen kann zwischen Controller und Maus. Das ist gut. Spielen Sie diese Karte, um eine dicht bewaldete Welt zu suchen. Die erste entdeckte Welt war von einem üppigen Wald überzogen, der die Ritter des Roten Kreuzes fälschlicherweise glauben ließ, dass Feewildnisse irdischen Lebensräumen gleichen würden. Wie sehr sie sich doch irrten. Also es sind reine magische Welten offensichtlich. Gut. Nebenwegkarte. Spielen Sie diese Karte, um eine kleine vorübergehende Welt zu suchen. Es existieren kleinere Wildnisgebiete, die als Passagen zwischen größeren Welten dienen. Wie ein Geheimgang zwischen zwei Waldlichtungen, okay? Die Ritter des Roten Kreuzes erfuhren von den Fee, dass diese Nebenwege genannt werden, okay? Apex-Kreatur, okay, das werden große Bosse sein. Wobei, das Ding sieht ja auch aus wie ein Boss. Potenzielle Kreaturen, immer Harthirsch, Bavcock, Ziegenfisch, Bluthorn, Spross des Gaonus Blott, Nachkomme des ältesten Haarkatze. Okay. Das ist wieder die Taschenuhr. Nice. Also, wie gesagt, das sind jetzt allenfalls mittlere Grafikeinstellungen. Und das sieht ja schon wirklich gut aus. Sehr detailliert alles. Da gibt's Bären. Ich nehme erstmal schon mal Bären. Ey. X. Okay, mit X sammeln. Nahrung ist aber jetzt auf volle Pulle. Okay, ich habe ja alles auf einfach gestellt. Ich möchte eben mehr erkunden und mehr kennenlernen. Erstmal ohne großartigen Stress. Schwer wird's noch früh genug. Count thyself among the fortunate few who manage to flee the Pale's noxious proliferation. Also ich werde jetzt nicht den Text vorlesen, weil er ja halt in der englischen Vertonung spricht und das wird dann stören, wenn ich das alles vorlese. Ich finde die Stimme auch sehr angenehm, die Synchronstimme. Nightingale still stands, but Earth teeters on the brink, and these wilds are far from hospitable. Sequestered so and struck by woe begs the question, will the gift I promised should aid thy cause? A hermetic guidebook and pocket watch, purloined off the corpse of a realm walker. Ja, der Leiche eines Weltenwanders entwendet. Close companions. Ja, toll. Und wir sind die Nächsten dann, oder was? Und dann beklaust du uns und gibst das dem Nächsten. With the man-made network sundered, entrust me to find the trail forward through these byway realms. Ja, wie lange bleiben wir jetzt hier? In the interim. I hear your stomach snarling. Take reprieve from misery and gorge yourself with a feast fit for a fleshling. Preserve yourself and I shall return. Okay, auf der Tastatur ist das F. Ah,
Okay, gut. Sammeln Sie in der Umgebung so viel Sie können, um ein Lagerfeuer errichten zu können. Ja, gut. Okay, Stöcke primitiv. Stöcke, also die Pflanzen sehen unterschiedlich aus, ist aber alles Stock. Okay, Pflanzenfaser. Pflanzenfaser, okay. Ja, mit den Bären. Steine brauchen wir auch wahrscheinlich, ne? Ich gehe mal an den Strand. Ich will auch wissen, ob wir schwimmen können. Schon wieder da? Count thyself among the fortunate few who manage to flee the pale's noxious proliferation. Nightingale still stands, but earth teeters on the brink. And these wilds are far from hospitable. Hatten wir doch schon. Sequestered so, and the gift I promised should aid thy cause. A hermetic with the man-made network sundered. In the interim, I hear your stomach snarling. Take reprieve from misery and gorge yourself with a feast fit for a fleshling. Preserve yourself and I shall return anon. Oh, under this mask you wonder. Allerdings. I am Puck. Robin to some. Oberon's merry wanderer of the night. The last furtive fay to grace your kind. Naja. Okay, ich habe doch schon gesammelt. Ich will einmal kurz zum Wasser. Ja, moin. Also es sieht gut aus. Es ist interessant. Und es wird sehr, sehr hardwarehungrig sein. Ich finde es sehr gut, dass es auf meinem betagten Rechner so flüssig läuft in den mittleren Einstellungen. Das ist schon nice. Wir brauchen bestimmt auch Stein, ne? Okay, die können wir ja eigentlich mit X sammeln. Okay, Spitzhacke haben wir noch nicht. Das sind irgendwelche Erze. Wird schon dunkel. Also ein Lagerfeuer. Ein paar Beeren werden... Oh, da sind ganz viele Beeren. Nice. Jetzt ist natürlich auch die Frage... Ich drücke immer Springen anstatt X zum Sammeln. Jetzt ist natürlich auch die Frage... Okay, wir haben eine Blaupause bekommen. Lagerfeuer. Okay, dann läuft das hier mit Blaupausen. Ich wollte sagen, jetzt ist natürlich auch die Frage, was müssen wir alles mitnehmen und einpacken, bevor wir in die nächste Welt gehen, ne? Wäre schon nice, vielleicht mal zu erfahren, ob wir uns hier noch irgendwie auf besondere Art und Weise vorbereiten müssen und wie lange wir hier bleiben sollten, ne? Wir machen erstmal das Lagerfeuer. Hier da hinten mit den Felsen. Hier ist doch ein ganz guter Platz, oder? So, Herstellermenü war hier, Bauwerk, Baumenü öffnen, herstellen, Grundlagen reparieren, bauen, Lagerfeuer, X platzieren, okay, rechter Stick ranzoomen, wie kann ich drehen, oh, jetzt habe ich es platziert, okay, machen wir ihn mit der Maus, Escape, weitere Optionen, Ressourcen automatisch hinzufügen, gedrückt halten. Ach so, okay, Ressourcen automatisch hinzufügen. Bauten wie etwa das Lagerfeuer können zum Kochen bzw. Verbessern und Herstellen von Gegenständen benutzt werden. Ja, na, Werkbänke und andere Stationen, wissen wir, ich habe Hunger. Nachdem Sie das Lagerfeuer entzündet haben, können Sie mit dem Kochtopfbereich des Lagerfeuers interagieren. Alles klar. Beeren automatisch füllen. Brennstoff verwalten, Äste reinlegen, anzünden, schließen, herstellen. Okay, bisschen umständlich vielleicht. Escape. X verlassen. Ich muss mal einmal hier die Beeren nehmen. Die nicht gebratenen Beeren. So.
Ey. Merken Sie sich selbst mit einer gehaltvollen Mahlzeit. Okay, er hat jetzt automatisch hinzugefügt auf der 7. Okay. Und Buck ist wieder da. Und ein Rezept für Fleisch haben wir bekommen und neue Entdeckung, gemischte Pflanzen. Es scheint ziemlich komplex zu sein, das Ganze. Ah, you've avoided embarrassment by staving off starvation. From the lingering scent, naja. Your meal was no summer court banquet. But at least you persist. We must carry forth whilst this byway is aligned with another. One which should get us closer to necessities we'll both require. Okay. The portal stands nearby. Delay not, for the withering sand. Zögere nicht, ansonsten warten nur die vernichtenden Sande. Okay, ja, ich will aber wenigstens die Beeren, hat er den alle, stellt er noch weiter her. Gemischte Pflanzen. Rohe essbare Pflanzen. Aha. Habe ich die schon? Ich habe die noch gar nicht gefunden. Rohe Beeren, rohe Blaubeere. Y herstellen. Aha. Quantity 1, 0,5 Kilogramm gemischte Pflanzen. Okay. Ja, nehmen wir einfach mal ein bisschen mit hier. Gebratene Beeren nochmal. Okay, 5 von 5. Wie komme ich denn in die Übersicht? Also das mit der Maus zu bedienen ist auf jeden Fall komfortabler. Okay, das war's. Mehr können wir nicht herstellen. Und er fügt die dann automatisch hinzu. Unbekannte Anzeigen, nur herstellbare. Ein und aus, alles klar. Und mit Escape kommen wir wieder raus. Ich guck mal kurz ins Inventar. Alles klar, jetzt haben wir Steine. Schäbiger Rucksack. Wo haben wir den denn jetzt herbekommen? Okay. Nice, dass das alles angezeigt wird. Hat er jetzt das Inventar vergrößert? Nein. Okay. Alle reparieren. Gesammelte Reparatur. Gesamte Reparaturkosten 25. 25 von was? Okay, wir haben den Topf angeklickt und haben die Sachen jetzt im Inventar, beziehungsweise hier unten in der Leiste. Hat er alles rausgeholt jetzt, ne? Obwohl hier unten rohe Beeren, Attribute, Büschel dieser reifen Beeren sind in verschiedenen Biomen anzutreffen und spenden allen Langfingern Freude der Erfrischung. Eine einfache Zutat mit großem Potenzial. Also es ist schon ziemlich komplex, das muss ich sagen. Sehr, sehr, sehr viel Text, finde ich. Hier die Stats, 95 Gesundheit, 86 Ausdauer, 5 Hoffnung. Nahkampfschaden, Distanzschaden, kritischer Schaden. Krass, Widerstand gegen Regen. Verlängert die Zeit, bis der Spieler nass wird. Widerstand gegen Hitze. Okay. Es ist nichts mehr drin im Topf, ne? Okay. Ja. Dann schauen wir mal. Gucken wir nochmal, wo das Portal ist. Wir haben ja da unten jetzt ein bisschen was zu essen hier. Ach, nice. Guck mal. Die gemischten Früchte. Okay. Blaupausen, Lagerfeuer. Gebratenes Fleisch, gebratene Beeren. Alles klar.
Tagebuch finden Sie das Portal dieser Welt und begeben Sie sich in die Wüstennebenwegwelt. Finden Sie das Portal der Welt und benutzen Sie die Weltkartenmaschine, um Weltkarten zu spielen, um es zu aktivieren. Okay. Abenteueraktivitäten bauen, Fishing, der Fischerlehrling in einem Bächlein helle, Karpfen mit großer Wahrscheinlichkeit. Okay. Ja, Essenzstaubbelohnung. Okay, wir haben eine Menge zu tun. Wir haben eine Menge zu tun. Wir gucken uns jetzt noch ein bisschen um. Hermetika-Lehrbuch. Ah, hier ist die Hilfe. Am Verhungern satt. In den Welten ist es unbedingt notwendig, einen eigenen Grenzen zu kennen, bauen und herstellen. Okay, es scheint ziemlich komplex zu sein, das Ganze. Kann ich mir denn irgendwie eine Axt herstellen oder irgendwas? Ich habe nichts, ne? Man müsste doch meinen, mit Steinen und ich bin schon wieder am Verhungern. Mit Steinen und entsprechenden Sachen müsste man doch eigentlich. Mit Y? Nee. Kann ich das denn essen? Ich kann nicht mit X, mit Y nicht und mit Dings ist Spring. Interessant. Also Controller scheint auch noch nicht alles so irgendwie zu funktionieren. Also ich weiß nicht, ob das so gut ist, ohne Waffen hier durch die Gegend zu rennen. Aber ich habe ja noch kein Rezept dafür bekommen. Kann ich mit M die Map aufrufen? Portal. Das soll klein sein? Das soll die Nebenwelt sein? Kann ich das markieren? Rechte Maustaste. Weltleuchtfeuer, Kartenstempel. Okay. Die Richtung? Nee. Warte mal. Ganz kurz wegen der Markierung mal. So. Setze ich da irgendwie so ein Ding drauf und jetzt kann ich es trotzdem nicht oben sehen. Doch, da. 130 Meter nur entfernt, okay. Ja, wir nehmen aber noch ein bisschen Zeug mit hier. Ohne Axt und ohne alles in eine Wüstenwelt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber ich habe ja keine anderen Rezepte. Und wir verlieren ziemlich schnell an Nahrung. 10 Minuten steht da unten. Ich hätte ja eigentlich viel mehr Lust, das jetzt erstmal hier zu erkunden, ne? Aber gut, wenn er sagt, wir sollen weiter. Sehr nice. Gefällt mir gut. Hat vielleicht auch nicht ganz so diesen typischen Unreal Engine Touch, oder? Es ist schon ziemlich individuell. Und es ist vor allen Dingen auch sehr belebt. Das finde ich auch nice. Ja, komm. Nimm noch einen Steinhaufen mit hier. Was ist das? Steine primitiv. Na gut. Wir können ja scheinbar hier nichts anderes machen. Wüstenkarte. Große Weltkarte erforderlich. Okay. Kommen da jetzt wieder Typen? Ich will einmal kurz gucken. Oh. Okay, da kam jetzt keiner. Ja, erster Eindruck. Erster Mini-Eindruck. Geht ja, kann man ja nicht anders sagen. Ist schon nice. Irgendwie wundere ich mich nur, dass wir nicht direkt eine Axt und eine Picke herstellen konnten oder so. Eine Picke oder irgendwie sowas, was ja normalerweise immer ziemlich schnell geht. Oder eine Keule oder irgendwas. Keine Ahnung, wir konnten nur Lagerfeuer herstellen. Es scheint ziemlich komplex zu sein mit sehr, sehr vielen Textinformationen. Muss ich mal gucken, ob ich das mag.
Aber der erste Eindruck ist jetzt nicht negativ für die ersten paar Minuten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und das Konzept mit den Karten ist natürlich so aus dem Brettspielbereich entnommen. Finde ich auch ganz gut. Denn die Welten sind ja zufallsgeneriert. So, Wüstenkarte. Spielen Sie diese Karte, um eine dürre Wüstenwelt zu suchen. Geoarkanisten längst vergangener Tage suchten oft Wüsten auf, um das Spiel des Sonnenlichts in den Dünen zu genießen und sich an der Illusion eines endlosen Horizonts zu erfreuen. Vor Ewigkeiten von den Fee aufgegeben. Nur einige Überreste sind zurückgeblieben. Okay. Okay, nice. Das erinnert mich an ein gewisses anderes Spiel, was es auch auf meinem Kanal gibt und was ich natürlich weiterspielen werde. Heiß ist schon mal schlecht. Schatten? Das ist ja genial. Sonne? Steigt an, Schatten senkt sich sofort. Nice. Wir bleiben im Schatten. Summer runs through my being as blood runs through yours. Yet I've seen that dew men call sweat flow like rivers in our deserts. This heat devours spirit and life alike. Ja. How be it? Enduring the elements is part of the realm walker's folly. Pleasure sought through vanquishing hostility. Whether this pleases or not, without shelter and the means to defend it, you'll not last long. Best to test your nesting prowess and avoid exhaustion, while I scour for the next byway. Okay, also, jetzt haben wir hier natürlich nicht allzu viel. Wir haben hier... Ich hatte ja Stöcke gesammelt. Können wir die kleinen Büsche hier einsammeln? Da sind noch mehr Stöcke. Okay. Die kann ich sammeln. Steine müssten wir genug haben. Dafür brauche ich schon eine Axt, die ich leider immer noch nicht herstellen kann. Okay, er atmet schon schwer. Und braucht eine Unterkunft. Da fliegt irgendwas in der Luft. Und braucht eine Unterkunft. Stöcke primitiv. Blume, Kap Aloe. Okay. Oh. Also. Der sieht ja jetzt irgendwie nicht besonders gefährlich aus, ne? Das ist jetzt hier. Früher tot nach den ersten 30 Minuten oder wie? Guten Tag. Ich gehe mal in den Schatten, ne? Ja. Moin. Das ist ja nicht schlecht. Ja. Ey. Haben Sie gerade Stöckchen für mich dagelassen? Ja, vielen Dank. Darf ich die haben oder möchte ich die haben denn überhaupt? Das ist ja krass. Ja, danke schön. Ja, okay. Die Holzkreaturen lassen also Holz fallen. Ist ja naheliegend, ne? Das ist eine Höhle. Tempel, Höhle. Was ist das? Ja, ich bin schon mittendrin, ne? Es ist heiß, ja. Ich weiß, dass es heiß ist. Okay. Wir gehen mal da oben in das... Und was ist das? Für weitere Optionen gedrückt halten. Automaten-Chest. X-Menü öffnen. Überlebende Automaten-Chest. Kapazität 30. Ins Inventar begehe alle... Aha. Erstmal aus der Sonne raus. Die tun uns scheinbar auch nichts hier. Jo. Okay. Steinblock, Sandstein aufheben. Ja, vielen Dank. Also das ist ja nice hier.
brauchen jetzt erstmal ein Zelt. Das machen wir jetzt noch. Ihr merkt schon, ich kann nicht aufhören, ne? Es ist schon faszinierend. Also, wenn die alle so abwechslungsreich sind, dann ist das schon faszinierend. Da ist das Portal. Okay, Baumenü war hier. Baumenü öffnen. Lagerfeuer, Zelt aus Stöcken. 12 Stücke, 6 Pflanzenfaser platzieren. Okay, das ist ein bisschen größer. Maustaste ist drehen. Ja, ich stelle das einfach mal hier hin. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. So. Ressource automatisch hinzufügen mit X. Okay. Und er baut sich auf. Ja, nice. Unterkunft. In einer Unterkunft sind Weltenwanderer vor bestimmten Umweltgefahren wie Hitze, Regen und Hagel geschützt. Bauen Sie einen Schlafsack unter Ihrem Zelt. Okay. Platzierungsmodus verlassen. Baumodus öffnen. Schlafsack. Okay. Also man muss immer mit Escape wieder raus. Verhältnis von Ausgeruhtheit und Ausdauer. Wenn Ihre Ausgeruhtheit zu niedrig ist, verlieren Sie maximale Ausdauer und sterben, wenn diese 0 erreicht. Alles klar. Annehmlichkeiten wie Licht, Wärme und Einrichtungen erhöhen die Komfortstufe. Alles klar, wissen wir. Für das Ausruhen ist eine Mindestkomfortstufe erforderlich. Wissen wir auch. Alles klar. Kurze Ruhezeit. Für weitere Optionen gedrückt halten. Legt er sich hin? Achso, hier. Untersuchen, kurze Ruhezeit. Provisorische Holzaxt herstellen. Provisorischer Bergmannspickel. Nice. Ist ein bisschen laut hier in der Umgebung, ne? Alter, dass die uns hier alles liegen lassen direkt. Ist ja schon krass. Aber hat er sich jetzt ausgeruht? Provisorische Fackel. Ich probiere es nochmal. Kurze Ausruhzeit. Er legt sich nicht hin. Es ist einfach nur so. Gesundheit 225 von 225. Okay. Überleben. Und wo ist jetzt die Axt? Ach, die ist unter Herstellen. Okay, Holzaxt. Dreimal Stöcke. Sichel, Bergmannspickel, Jagdmesser, alles was wir brauchen. Ich brauche Stöcke. Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Sehr nice, es gefällt mir soweit ganz gut. Es ist vielleicht ein bisschen komplex, schätze ich mal. Also die Typen gefallen mir auch gut, die nehmen uns direkt die erste Arbeit ab. Also sehr, sehr interessant, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das gefallen hat, lass bitte sehr gerne ein Like da. Sehr gerne auch ein Abo und ich freue mich auch über deine Kommentare. Und ich würde sagen, jetzt folgt noch der Abspann und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, bis dann. Ciao, ciao.